Was ich sagen wollte bei dem Dr. Hagen da oben, denkt euch da einen Oberlippenbart vor? Also, wen erinnert ihr euch denn? Weiß ich gar nicht so. Oh. Hagen, was zum Teufel soll das? Wären Sie jetzt so freundlich, mir das Artefakt auszuhändigen, Herr Quatermain? Und denken Sie nicht mal daran, Ihre Waffe zu ziehen. Sonst muss ich Fräulein Goodwins Blut quer über diese alten Mauern verteilen. Hagen, Sie hinterhältiger Verlogener! Herr Quatermain, lassen Sie uns keine Zeit verschwenden. Werfen Sie mir einfach das Artefakt zu, ja? Zu freundlich. Goodwin, nein! Sie sollten lieber beten, dass Ihre Nazi-Kumpanen Sie vor mir finden, denn was ich Ihnen antun werde... Aber Sie werden mich nicht finden. Unser lieber Hauptsturmführer wusste, dass ich das Reich verraten habe. Doch dank Ihnen ist er jetzt tot. Sie haben eigentlich so ziemlich jeden getötet, der von meinem Verrat wusste. Ich wende mich natürlich gerne wieder an Ihre Behörde, sollte ich Hilfe benötigen. Aber erstmal brauche ich Urlaub. Wie ich höre, soll Guatemala zu dieser Jahreszeit wunderbar sein. Auf Wiedersehen, James. Hagen! Kannst du aufstehen? Naja. Großartig, genau was wir gebraucht haben. Mehr bewaffnete Vollpfosten. Ja, aber woher kommen die jetzt auf einmal wieder? Hey, ich hab den Kopf gesehen. Komm schon, komm schon. Hallo. Zeigt mir mein Kompass, mein Notizbuch eigentlich die Gegner an? Nö. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Warte mal, wir waren das mit G, oder? Hui! Das kann ich aber auch, was ihr könnt. Boom! Russen, glaube ich. Oh, Ruski! Jetzt lege ich mich mit den Rusken auch schon an. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Wow, 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 wow. Hä? Wieso ist finster? Achso. Weg mit den Waffen, Faschisten! Lass du deine Fallen, Bordfresser! Ich hab gerade eine ganze SS-Division alle gemacht! Glaubst du, da schrecken mich ein paar Kommis? Отставить, не стрелять! Ihr seid Amerikaner? Sie. Und Archäologen. Und wo sind deine Schaufeln und Pinsel? Archäologin? Wenn Sie hinter den Deutschen her sind, kommen Sie zu spät, Genosse. Die sind schon weg. Spar dir die Lügen, Miss Archäologin. Herr mit dem Artefakt! Pech gehabt, Genosse. Wenn du willst, schnapp dir den dürren Deutschen. Er hat es sich geschnappt und uns hier zurückgelassen. Na gut, erzählt uns alles. Ergebt euch und es wird euch nicht passieren. Ihr habt mein Wort als Oberst der Roten Armee. In Ordnung, nicht schießen. Was? Nach all dem sollen wir uns einfach ergeben? Hagen hat beide Fragmente des Herzens. Lassen wir uns von denen hier rausbringen. Du findest nachher bestimmt einen Weg, wie wir fliehen können. Heute überleben, morgen kämpfen. Jo, ist ein guter Plan, ne, würde ich mal sagen. Besser in russischen Händen als in deutschen SS-Händen, ne? Das tat weh. Ja, Schatzkarte in den Besitz gebracht, das erhältst du Hinweise, sobald du den Schatz nimmst. Der Mensch muss sterben. Im schlimmsten Falle stirbt er etwas früher.
Ich hatte das Artefakt verloren, das Mädchen und den Kampf. Jetzt hatte ich nichts mehr zu verlieren, außer meinem Leben. Aber so weit würde ich es nicht kommen lassen. Was ist das Artefakt? Warum suchen die Faschisten danach? Warum sind sie nach Südamerika unterwegs? Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Schwachsinn! Ich habe die Karte bei Ihnen gefunden. Und schön langsam gehen mir Geduld und Wörter aus, Miss Archäologin. Wir können auch anders. Aber keine Frauen schlagen. Die Nazis haben uns ebenfalls bedroht. Was ist nochmal der Unterschied zwischen euch? Sie ungebildeter Barbar! Barbar? Hände weg von hier! Lassen Sie uns eine kleine Tour durch mein unterirdisches Königreich machen. Und wenn du siehst, was wir hier unten erschaffen haben, frage ich dich nochmal, ob das hier das Werk von Barbaren ist. Und du, erzähl meinen Soldaten lieber alles, was du weißt, wann du leben willst. Frauen sind hier Mangelware, aber du, was soll ich mit dir? Выбейте из него все. Если сдохнет, туда ему и дорога. Ja, hau mich nur so viel du willst. Ich bin Superman, ich komm gleich wieder raus. Aha. Tut's dir weh? Oh. Nimm das. Das war ein Tritt in die Eier. Hua. Genau. Hua. So, was haben wir denn da Schönes alles? Alles. Nein, mein Scharfschützengewehr ist weg. Och nö. Das ist jetzt fies. Okay. Wenigstens haben wir unsere Knarre wieder, unsere Taschenlampe. Was war das jetzt gerade? Oh. Ich glaube, das wird gleich Boom machen. Jetzt hat's Boom gemacht. Hat sich aber genau nichts gebracht. Na gut. Okay. Tjo, was kann man denn hier Schönes anstellen? Nix eigentlich. Nicht viel. Hier können wir durch. Okay, hier können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen hier durch. Nö. Okay, das können wir nicht aufmachen. Das können wir anscheinend auch nicht aufmachen. Das auch nicht. Oh, da ist ein Schlüssel. Und hier auch nicht. Ein Schatz. Geil. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie hier Schätze versteckt haben. Achso, das ist der Schlüssel wahrscheinlich für die Türe hier. Ach du Scheiße. Hey, Freunde, können wir nicht reden miteinander? Ich bin noch ganz lieb. Ah, ich bin noch ganz lieb, habe ich gesagt. Ich bin ganz lieb. Ich verspreche es. Ich mache euch nichts. Gut, das war jetzt eine schlechte Idee. Wo sind denn da welche? Da oben? Zum Beispiel sehe ich was, oder? Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ui, Handgranate! Au. Das tat weh. Ich bin kein Call of Duty und Modern Warfare Zocker, dass ich das so mit dem spielen kann. Ich brauche ein Fadenkreuz mit einem Punkt in der Mitte. Dann geht's am besten. Oh, da ist einer.
Oh, da ist auch einer. Ich wollte jetzt sagen, der scheint unverwundbar zu sein. Aua, wo? Da. Du scheiß Ruski. Entschuldigung, nichts Persönliches nehmen, ja? Lecker. Tja, das kann ich aber auch. Hallo. Bist du jetzt endlich tot? Sag einmal, hä? Magst du nicht sterben? Post 7D, доложите! Боец, что там у вас происходит? Mal gucken, was die so Nettes an Munition haben da fallen lassen, beziehungsweise an Waffen, weil irgendwie ich brauche Waffen oder sowas, ne? Also. Ohne nix gibt's nix. Was haben wir denn da Schönes? 66 Schuss, okay, und was ist das jetzt? Okay, der habe ich jetzt aufgenommen, okay, passt. Was ist denn das Schönes da hinten? Okay, da schießen sie jetzt nochmal rum noch wie wild, das ist mir jetzt wurscht einmal. Ah, das ist so eine Fertigkeitsstation wieder. Jawohl. Da kann ich auch noch was freischalten. Zielkegel verkleinert oder Rückstoß verringert. Nachladegeschwindigkeit weiter erhöht. Feuergeschwindigkeit erhöht. Rückstoß verringert oder Zielkegel verkleinert. Ja, was ist am besten, Freunde? Ich würde mal sagen, ein Rückstoß. Was haben wir jetzt gelernt? Achso, das... Okay. Was? Wo? Da irgendwo. Ah, da, ich sehe ihn. Warum bist du untergegangen? Hui! Ups, ich habe glaubt, ich kann schwimmen. Mein Fehler. Muss ich das jetzt nochmal neu machen? Scheint so. So, da haben wir das und da haben wir das gehabt. Zack, jawohl. Oh, nein, nicht nochmal bitte schwimmen. Ich will nicht nochmal schwimmen. Uiuiui. Uiuiui. Nicht schießen, ich muss nachladen. Das ist sonst unfair. Ich muss die Chance kriegen, mich zu verteidigen. Oh, da ist oben noch einer. War das ein Headshot? Aua! Lass mich rauf, ich bin Arzt! Nein, doch nicht! Arzt? Nein? Okay. Brauchen keinen Arzt. Lasst mich rauf! Hui! Oh, servus! Da wollte sich doch wohl einer verstecken. Voll auf die Füße. Wo ist jetzt eigentlich die Musik blieben, die gute, die geile. So, er ist auch tot. Ich will mal sagen, alle tot. Oh, die A12. Geil. Mit dem Schalter lassen sich die Loren aktivieren. Zeit für eine Spritztour. Juhu!